Moin Leute und willkommen zur nächsten Reaction auf Seven vs. Wild Teams. Es ist, wie im Titel zu sehen, ist die erste Nacht. Wir schauen uns die Folge an, reagieren, spielen Bingo dabei. Wir haben hier unser Bingo. Ja, ich freue mich zu sehen, wie die erste Nacht aussah bei den ersten Teams. Viel Spaß mit dem Video. Lasst doch gerne ein Abo und Like da, weil 20% der Leute, die dieses Video sehen, haben tatsächlich den Kanal auch abonniert. Vielen, vielen Dank. Tag 21:37. Da nähert sich der Tag schon dem Ende. Bin mal gespannt. Oh, Knossi und Sascha. Der Wolf! Ich vergesse den immer wieder. Ich muss angeln jetzt rein. Der kommt zu uns. Das ist so krank, Alter. Die schreien ihn an, der Tenner. Der Fisch ist gesprungen. Ich habe Bewegung gemerkt beim Netz. Scheiß jetzt auf den Fisch, Mann. Da ist ein Wolf. Ey, warte da. Wolf! Wir haben Bärenspray. Wir haben kein Bärenspray dabei. Da ist ein Schuss. Da ist ein Wolf! Da ist ein Wolf! Alter, der geht zu unserem Zeug. Der riecht doch jetzt unser Zeug. Ja, geht hey. Da dahin. Hey! Hey! Boah, es juckt ihn nicht, den Wolf. Hey! Oh, jetzt! Hey, Wolf! Er dreht sich um. Hey, Wolf! Hey, Wolf! Oh, Wolf! Hey! Der hat so keinen Bock auf die. Der Wolf denkt sich nur so, holy shit, was ist denn jetzt los? Der Wolf ist ja nie allein, sondern immer im Rudel unterwegs. Nein, der geht so. Der Wolf. Der Scheiß, der markiert sein Revier. Stell ab. Schaut euch das an. Zoom mal, wir sehen den Wolf, ist schon krass. Boah, das ist verrückt, der lebt da einfach. Sein Stammbaum ist schon so lange auf dieser Insel. Das ist so krass. Fuck, Bro. Seit Jahrhunderten hungern die sich einen ab da an der Küste. Ist das verrückt. Der geht hoch. Genau bei unserem Bett. Einer abgemagerter als der andere, Alter. Aber schon kein geiles Gefühl, wenn du jetzt weißt. Also der kann ja dann nachts immer mal vorbeischauen. So vom Ding. Das ist schon krass. Wolf. Wir haben kein Dach. Wir haben nichts zu. Hey, fuck. War der in unserer Flasche? Der wollte zu unserer Flasche gehen. Der wollte da hinlaufen. Wo ist der? Der riecht alles. Da in die Flasche müssen rüber, sonst ist da die Flut zu hoch. Das Problem ist, wir müssen da jetzt hin. Die Flut wird zu hoch, wir kommen nicht mehr heim. Scheiß aufs Fischen. Scheiß aufs Fischen jetzt. Vorsicht, langsam. Nee, ich glaube, so ein Wolf würde nicht angreifen. Weil wenn der hat zwar Hunger, aber der hat ja auch einen Überlebensinstinkt. Und der ist ja nicht dumm. Das ist ein verdammter Wolf. Ja, nimm Messer in die Hand. Ey, das ist kein Spaß, Sascha, wirklich. No joke. Das ist ein verdammter Wolf. Der hat nicht mal Angst gehabt. Der guckt, der hat nicht mal Angst. Hey Sascha, wir müssen echt aufpassen. Wirklich. Das ist ein gottverdammter Wolf. Das ist kein Schäferhund. Groß machen, was wir gelernt haben. Ja, was machen wir an Wolf? Groß machen, was schreien, hast du da für einen Tee? Hals- und Bellen. Rachentee. Alles. Weißt du warum? Bellen. Weil wir so rumgejault haben. Hol dein Messer. Ist dein Messer? Ja. Stock, Überlebensstock müssen wir uns auch schnitzen. Ja, ich will wissen, wo der ist. Dann habe ich Ruhe. Weißt du, was ich meine? Was für Ruhe? Ja, aber... Der ist die ganze Nacht jetzt da. Fuck. Wir müssen ein Feuer machen. Aber ey, auf der einen Seite, weißt du, ich sag dir ganz ehrlich, ich freue mich so darüber, dass wir einen Wolf in seiner freien Natur gesehen haben. Ja, ist auch schön. Aber muss jetzt genau bei unserem Schlafplatz sein. Ey, Sascha, das ist halt wirklich kein Spaß, ne? Und? Und? Boah, ist das Messer offen? Und der trägt das so? War er hier? Ey, 100 Pro hat er irgendwas gerochen. Alter. Ich hab irgendwie viel mehr Angst, dass er gleich mit dem Messer hinfällt und sich einfach selbst aufspießt. Na, ist alles gut. Wir müssen wirklich laute machen, dass die uns nicht mehr hören. Ja, Mac. Das ist ein Wolf, das ist ein Wolf. Bruder. So, in diesem Sinne, ich denke mal, man kann jetzt sagen, das Abenteuer kann beginnen. Wir müssen Feuer anmachen. Wenn wir Feuer anhaben, ist alles gut. Ciao. Ciao. Das ist ein super Spot. Hier. Ja, ich markiere das hier. Kurz Revier markieren. Alter, wir.
Ja, so ist es jetzt. Akzeptieren. Mir würde mich interessieren jetzt an die Tierkinder von euch. Kommentiert's mal da. Kommentiert's mal. Wolf interessiert, wenn wir da hinmachen. Ob das eine gute Idee ist, dass wir das Revier markieren oder ob der dann eher hierher kommt, um zu riechen. Weil beim Bären sollst du nicht in deinem Schild irgendwo hinmachen. Es gibt keine wissenschaftlichen Beweise dafür, dass der Geruch von Menschen Urinwölfe anzieht oder sie fernhält. Okay. Weil er das Kilometer nicht herkommt. Das war vielleicht richtig dumm, das zu machen. Vielleicht haben wir jetzt einen Fehler gemacht. Ja, nachts hätte ich auch geisteskrank Schiss, dass der Wolf da noch rumdungert, Alter. Aber egal. So am Tag irgendwie voll in Ordnung in meinem Kopf. Ist so, aber nachts finde ich es richtig scheiße. Das heißt einfach hier das Ding ziehen und draufdrücken. Wenn wir das überlebt haben, werde ich sagen, boah, wir überleben das. Knossel und ich sind raus. Am ersten Abend haben wir schon gefischt und Wolf war einfach mit uns fischen. Wir haben ist nix. Wir Wolfsgeheul gehört, Orcas gesehen, Buckenwal spritzt raus. Was ist das für ein Abenteuer? Wir müssen uns jetzt echt beeilen, weil jetzt geht die Sonne unter. Ciao. Oh. Wie die da durchgeht, die Säge, krank. Tolle Bäume. So, wunderschöne Bäume. Länge? Also Schlaflänge jetzt halt, ne? Warte mal, das ist der. Das ist jetzt einfach erstmal nur, machen nur die Schlaflänge. Schlaflänge. Ja. Das Geile ist, wir brauchen die nicht entasten. Ach so, der hat Licht. Ich hab den extra rausgesucht. Deswegen. Oha! Es wird dunkel? Oh, geil. Das finde ich toll. Das wusste ich nicht, dass die da sowas Geiles gebaut haben. Am ersten Abend auch schon. Das sieht ja klasse aus. Holy shit, das habe ich noch nicht gesehen vorher. Vor allem diese Seite hier. Oh, ich finde das so geil. Das muss ich sagen, fuckt mich an dem Treibholz stark ab, dass das Treibholz nicht gleich groß ist immer. Das seht ihr bei unserem Shelter auch noch. Zwei Dreibeine, oben die Polstange. Krank, Alter. Ich finde die Dreibeine aber auch unglaublich unbefriedigend, muss ich sagen. Dreibeine finde ich auch unglaublich unbefriedigend, leider. Ich weiß nicht, wieso. Also es ist erstmal provisorisch tatsächlich jetzt für die erste Nacht. Genau, das muss jetzt hier natürlich noch schön bearbeitet werden, dass die Plane nicht reißt. Wir haben ja kein richtiges Tarp oder so. Und genau, zwei Betten haben wir auch schon am Start, muss natürlich alles noch gepolstert werden. Es ist mittlerweile, ja, schon nach Sonnenuntergang. Ja. Und die Kopflampen kommen sicherlich gleich zum Einsatz. Ja, definitiv. Also ich glaube, das Bild spricht für sich. Crazy. Der Länge nach ist auch entspannter zu liegen als quer. Finde ich nicht tatsächlich. Ich habe auch beides ausprobiert. Ich finde quer viel, viel angenehmer. Ich finde der Länge nach irgendwie doof. Also ein Lattenrost ist ja auch quer, normalerweise. Wir wollen jetzt da hoch. Wir kraxeln natürlich jetzt nicht da hoch, sondern wir haben einen Weg nach oben. Ja. Da ist eine klitzekleine Freifläche, beziehungsweise die Natur und Sonne machen sich eine Freifläche. Mhm. Und dann? Das ist auch das Einzige, was heute passieren wird. Wir machen das erstmal frei. Ja. Sehen zu. Wahrscheinlich legen wir sogar nur eine Plane hin. Und schmeißen dann die Plane, ja, dass der Schlafsack halt nicht nass wird, weil der Boden ist da wirklich ziemlich weich. Das ist ganz, ja, geil. Es ist wirklich jetzt sehr wenig Zeit heute, deswegen müssen wir das alles, ja, ein bisschen runterbrechen. Ja, und morgen kann dann angefangen werden zu bauen. Ja, sind stabile Arzen. So. Aber hier, er ist schon nicht mehr ganz so happy, ne? So, jetzt seht ihr das. Wir sind oben. Da unten ist quasi unser Strand, wo das Süßwasser ist. Und hier ins Landesinnere rein. Hier geht dieser Bach, dem wir vorhin gefolgt sind. Und da hinten ist irgendwo der See. Ja, guckt kurze euch das Wege, an. Sehr wichtig. Und deswegen werden wir hier quasi unser Lager aufschlagen. Ja. Und dann. Das heißt jetzt was? Säge bauen? Stimmt, müssen wir auch noch machen, Alter. Ja, genau. Säge bauen und dann müssen wir ein paar Sachen absägen hier und schnell ein Ding bauen. Es, ja, wird gleich dunkel auf jeden Fall. Ja. Das muss vorher noch alles passieren jetzt, ja. Ja, der Plan ist jetzt wirklich Säge bauen, freiräumen, alles. Yes. Und dann eigentlich nur ein bisschen Zeug auf den Boden stapeln, der ist eigentlich weich genug. Bis der Rücken nicht ganz bricht und dann, genau, Folie rüber. Und dann Schlafsack drauf und, ja, beten. Und wenn irgendwas sein sollte, schmeißen wir einfach unsere Folie, die wir mitgebracht haben, über uns rüber. Oder halt die Folie, die unter uns liegt. Schauen wir mal. Das mit den Mücken, Leute, wird ein Problem. Ah, die haben den Zeitraffer gemacht, wie sie bauen. Cool. Very cool. Ja. Aber irgendwie passiert da. Die hätten den schneller machen sollen. Irgendwie passiert da nicht viel. So, Hanna kümmert sich gerade um. Sie ist einfach dauerhaft am Lachen. Und ich
kümmere mich jetzt darum. Ist das krank? Und zwar habe ich mir gedacht, ich werde das ganz, ganz simpel halten und einfach angeln mit der Flasche. Das Ganze machen wir jetzt mal. Ich bin schon zu Fischi gelaufen. Das ist nämlich der Köder. Also, bisschen Klettband. Hier. Drumherum. Sie probiert direkt Essen zu holen am ersten Tag. Oh nein. Oh Gott. Das baut sie sich. Okay, check. Die Flasche. Boah, krass. Das wird jetzt ein Prozess, der wird ganz schön lange dauern. Riese. So, ich habe jetzt hier ganz schlicht und einfach nichts Farbiges, nichts dran. Ich werde jetzt hier den Köder draufpacken. So. Und dann mal rauswerfen, ne? So, ihr Lieben, während Ann-Kathrin gerade Angelzeugs macht, bin ich am Überlegen. Also der Spot ist für eine Nacht so irgendwie geil, aber es ist jetzt schon das Wasser extrem nah gekommen. Man sieht hier, ist auch schon ein bisschen Braunalge. Also vielleicht sollten wir doch anders übernachten. Das sind Krähen, ne? Ein bisschen Krähenfight. Also die Überlegung ist jetzt, vielleicht doch nochmal hier rein und einfach da die Nacht verbringen. Aber hier sind halt echt viele Holzkern-Chat. Also von dem her nicht so klug. Gar nicht so leicht, sage ich euch, gar nicht so leicht. Da hinten sieht aber gut aus. Was meint ihr? Ist das ein Platz für die Nacht? Ich finde es ja eigentlich ganz cool. Blick nach oben. Ja, hier sind halt überall tote Äste, sage ich euch, wie es ist. Also da kann halt jederzeit was runterbrechen. So, Freunde. Ich fühle, das ist ein richtig guter Wurf jetzt. So. Boah. War okay. Ja, einrollen den ganzen Lachs. Ja. Yeah. Aber ey, der Fisch bewegt sich richtig, richtig geil im Wasser. Das sieht aus wie ein lebender Fisch. Ätzend. Ah, das macht jetzt die ganze Zeit. Heute nichts mehr. Ich glaube, heute ist einfach Schlafenszeit. Tag 1, 21.06 Uhr. Ist das eine Scheiße? Und das Geile ist, dass das eigentlich das Schwemmholz vom Strand ist. Oh. Oh Gott. Das wird ja so eine Qualfeuer machen heute. Jetzt bin ich hier gerade am Auspacken, ein bisschen säubern. Höre ich das da vorne schon knistern? Oh. Grillanzünder. Spaß. Gibt es gerade die Stimmung? Ich bin. Feuer. Also. Stimmung. Oh, Zweckentfremdung für eine Angel, stimmt. 10 von 10. Weil die hebt auf jeden Fall gerade die Stimmung einfach aus so einem, ja, Tag ist so mittelmäßig hinzu. Ey, meine Laune ist ganz oben. Schön, hast du gut gemacht. So, wir haben jetzt in halbe, dreiviertel Stunde ist dunkel. Die Sonne ist runter. Und wir sind heute spät gekommen, aber kein Problem. Wir pennen heute. Jan, du hast da vorne eine Stelle gefunden. Schön am Strand, gerade schon einen minimalen Mittagsschlaf da gehalten. Einfach nur hier. Sand ist es nicht, es sind so. Was ist es? Ja doch, es ist schon Sand. Sehr grobkörniger Sand. Ganz mini Kiesel. Schläft dich wunderbar, ist ein bisschen nass. Wir bauen jetzt, bevor es dunkel wird, quasi Lager auf. Wir werden heute am Strand pennen hier und morgen früh geht es direkt weiter und gucken, dass wir eine Unterkunft bauen. Nur wir müssen gucken, wo das ist. Also wir werden jetzt hier vorne, rechts ist Jan, links bin ich. Das bauen wir einfach. What the fuck? Ich finde die Frisur von Kelly. Oh. Okay, ja? Und? Wie liegt es dich? Mega. Geil. Das Geile ist, dass es ist so schräg runter.
Mhm. Also es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du irgendwie der Kopf, weil wir haben ja keine Kisten, ne? Das ist ja krank. Und so ist der Kopf anders als wenn der. Ey, aber Jan muss auch lachen, hört ihr es? Jan muss auch lachen, wie er sich da hingelegt hat einfach. Wie ich. Mega. Wie ich das? Mega. Geil. Das Geile ist, dass so eine, das ist so schräg runter. Mhm. Also es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du irgendwie der Kopf, weil wir haben ja keine Kisten, ne? Und so ist der Kopf oben, dass er Blut hat quasi, nicht jetzt zum Kopf runter geht. Also ich könnte direkt einpennen, ich bin so kaputt. Aber wir müssen, also ich werde noch mindestens warten, bis dunkel wird, sonst werde ich in der Nacht warten, das ist doof. Ja, ja, das ist Quatsch. Ja. Gut oder schlecht, Jan? Ja, ist perfekt. Ja? Ja, das ist geil. Da freue ich mich auf die erste Nacht. Aber das wird doch scheiße. Also bei sowas habe ich immer Angst, dass irgendwie der Boden nass wird am Strand irgendwie. Diese Meeresluft halt irgendwie alles so ein bisschen feucht machen. Liegst du da feucht auf dem Boden? Also wenn das komplett trocken bleibt, fände ich schon crazy. Also sehr gemütlich. Wir hoffen natürlich, dass wir hier nicht Besuch kriegen. Oh, aber es gibt einen Bodenschlaf. Bingo for real? Auf dem Bodenschlafen tatsächlich. Das wird sich heute Nacht herausstellen. Ob du es ist doch bestimmt, also kalt ist es auf jeden Fall. Wolf oder wart hier mal vorbeikommen. Also kalt ist es auf jeden wir Fall. Wir haben jetzt... Ein Feuer? Sieht nach Feuer aus. Kurz vor 10 und es ist dunkel. Es wird jetzt in ein paar Minuten dunkel. Es ist schon ein bisschen kalt, muss man sagen. Aber... Ich bin gespannt. Die erste Nacht. Das Krasse ist, dieser Schlafsack, den wir dabei haben, war wirklich ein kranker Schlafsack. So, erste Nacht steht bevor. Kapuze sitzt. Die Schlauchschale, wie das Ding heißt auch. Schlafsack ist auch ziemlich warm, weil hier draußen ist es ziemlich kalt. Das ist doch schon tatsächlich... Aber was wollte ich sagen? Genau, der Schlafsack, also wirklich, das war ein sehr, sehr warmer Schlafsack. Vor allem erst noch mit allem, was er anhat, in den Schlafsack rein. Ich bin quasi immer nackt in den Schlafsack rein. Ist sehr, sehr kühl geworden. Heute tagsüber war es sehr warm. Deswegen Handschuhe an, lange Unterhose sind an. Socken, eh klar. Nicht nackt, aber ich habe halt Schuhe aus, Socken aus. Habe ich Socken aus? Auf jeden Fall Hose aus, Unterhose habe ich angehalten und ich glaube, obenrum hatte ich nur T-Shirt an. Pulli, eigentlich alles, was ich habe. Jetzt mal gucken, was in der Nacht hier so alles vorbeikommt. Wölfe, Bären, aber ich glaube tatsächlich eher nichts. Das Schlimmste oder die ärgste Befürchtung ist, dass das Wasser bis hierhin kommt, aber auch das ist eher ausgeschlossen. Deswegen einfach mal gucken, was passiert. Gute Nacht. Das sind wir! Jetzt geht's los. Fette Arbeit. Mittlerweile ist es schon spät. Aber wir sind die Experten, was das Bett angeht. Das ist doch krass, wie das Lattenrost hier ist. Jetzt haben wir diese Isomatte hier gefunden. Reicht die sogar für uns beide? Sie ist jetzt doppelt, ne? Sie ist jetzt doppelt. Aber ich glaube, es reicht trotzdem für uns beide, oder? Schieb ein bisschen weiter drüber zu mir. Zu dir? Ja. Bist du deppert? Dann machen wir nicht doppelt. Lieber jeder eins? Ja. Gut. Das ist genau die Größe. Ist das bekloppt, dass wir so eine Isomatte haben, ne? Ey, ich danke einfach nur der Familie, die uns das Ding hierher beschert hat. Oh mein Gott, ist der Frosch fett! Oh, hier ist noch einer! Wow, hier sind Frösche! Wo? Alter, ist der fett und warzig! Ist der warzig am Rücken? Hätte man den essen können? Ich bin mir bis heute nicht sicher, ob wir diesen Frosch hätten essen können. Rücken, die können wir nicht essen. Der ist zu hässlich. Der ist giftgrün. Oh, das ist das hässlichste. Die kleinen Safe. Und das hier ist kein Frosch, das ist eine Kröte, ne? Das hässlichste Amphibien, das ich in meinem Leben gesehen habe. Ich finde den süß. Das ist hässlicher als zum Essen? Nee, zu süß zum Essen. Krass. Wow. Der kleine braune Frosch, der sah toll aus. Der ist weg. So, Leute. Tag ist durch. Kommt gleich? Nee, da kam gar nichts. Wir haben jetzt gerade noch beide unsere Beine abgeschnitten. Von der Boxersch, also von der langen Unterhose. Es ist unfassbar voll. Weil mehr als die Hälfte an Matte haben wolltest. Also am Anfang haben wir gedacht, wir machen das,
die Matte doppelt für mehr Unterlage. Und dann hätten wir uns aber safe um den Platz gestritten. Also safe. Und dann haben wir es halt direkt entschieden, dann machen wir nicht doppelt. Dass man bei allen Fröschen Kröten sehr voll, weil die meisten da vor Ort giftig sein sollten. Aber da stand keine Information zu der Kröte. Wo ist das Video von diesem komischen Abigabi oder wie er heißt, der mir sagt, ob ich den essen kann? Ich warte auf das Video. Bitte mach ein Video und erzähl mir von den Fröschen auf der Insel. 4 Stunden beschlagen, obwohl ich sie nicht trage. Und den Kröten. Es hat sich so ein richtiger Nebel jetzt Wolken gelegt. Wetter wird zwar gut gewesen sein, aber ist alles neblig. Aber wir liegen hier toll. Wir liegen hier toll. Guck mal hier, rotes Licht, dass man nicht wach wird. Romatra ist schon voll am Pennen fast. Wir haben, das Bett ist riesig. Es ist alles. Ja, die Folie ist toll gespannt. Bin super zufrieden mit der Folie. Das Bett ist geil. Wenn noch keine Naturmaterialien schon relativ. Man schaut, es schaut einfach nur meine Nase raus. Das Kissen ist mein Schuh. Dann die abgeschnittenen Beine und meine Mütze. Schlauchschall gegen die Mücken, die sind sehr viele Mücken. Damit melden wir uns heute ab. Sehr gelungener erster Tag, würde ich sagen. Oder? Ich fand ihn toll. Also wir haben halt sehr viel Zeit verschwendet durch das Sammeln, durch das in den Wald gehen. Aber ja, mussten wir machen. Wir mussten ja schauen, ob wir irgendwo was zum Angeln finden. Aber dafür haben wir ultra viel geilen Stuff gefunden, die Isomat. Ey, der Modus, in dem ich hier war, also so kaputt wie an diesem ersten Tag war ich, glaube ich, selten in meinem Leben. Ich habe mich in dieses Bett gelegt und ich bin eigentlich nicht mehr ansprechbar. Also Max redet nur so halb mit mir. Ich antworte auch nur so halb. Matte rettet uns gerade den Arsch, ne? Isomatte rettet uns wortwörtlich den Arsch. Gönn dir. Okay. Ist nice. Ja, dann bis morgen früh, Leute. Tschüss. Geil. Tschö. Okay, Freunde, wir haben uns mittlerweile unserem Schicksal hingegeben. Haben jetzt hier die Kopflampen rausgeholt. Und haben uns jetzt einfach. Kameramodus oder Zustand? Ne, mein Zustand, ich war komplett am Arsch. Dafür entschieden, dass es vermutlich das Smarteste ist, wenn wir einfach irgendwie alles hier so ein bisschen aufhängen. Joey Kelly hat ja auch gemeint, der könnte sich jetzt hinlegen und schlafen. Und Joey Kelly ist ein verdammter Macher. Da müsst ihr euch mal vorstellen, wie anstrengend der Tag vor der Aussetzung war. Hoffen, dass es einfach so trocknet und einfach schon ein bisschen früher pennen gehen. Ich glaube, einfach Energie sparen ist die Wave. What the fuck? Früher pennen gehen. Naja, ich glaube, es ist so. Boah, wenn ich schätzen würde, 22.30 Uhr. So gelabert, der schätzt nicht, der schaut auf seinen scheiß Garmin und guckt, wie spät es ist. Ja, aber es ist ja dunkel. Ja. Hier gehen wir mit dem. Ja, hast recht, Bruder. Ich bin noch auf so 2 Uhr nachts schlafen gehen von so Wenn zu Hause. Ich schätzen müsste, ist geil. Ich schwöre, jeder hat dauerhaft auf das Garmin geschaut und geschaut, wie spät es ist. Na, was willst du jetzt noch machen? Wir können ja noch kurz ein bisschen im Schlafsack bei uns ein paar Gruselgeschichten erzählen, aber. Ja, man muss mir helfen. Mehr läuft ja nicht. Gut, Freunde. Dann machen wir uns mal hier das ganze Ding. Ich glaube, wir haben so circa 21.25 Uhr gerade. Ja, ich war schlafsick aus. Ist nice. Okay. Freunde. Boah. Wir gehen jetzt schlafen. Wir hoffen, dass ein Wunder geschieht und wir wachen morgen auf und alles ist trocken. Spot. Die Wahrheit wird sein. Es wird nicht passieren. Es wird noch nasser, glaube ich, weil über Nacht diese Klammheit noch kommt. Keine Ahnung, wie wir es trocknen morgen. Nur Gott weiß das. Okay. Feuer. Erster Tag war nicht perfekt, Freunde, aber wir sind ja auch nicht hier dafür, dass alles perfekt läuft. Wahre Worte, Kevin. Gute Nacht. Aber ziemlich geil, muss ich auch wieder sagen. Freunde, es gibt nichts Schöneres. Wir haben es echt geschafft. Das Feuerli brennt. Es ist romantisch. Es ist toll. Und wir relaxen jetzt einfach. Wir haben kein Dach. Wir haben aber einen tollen Waldboden. Wir haben einen Wolf gesehen. Wieso? Wäre schön gewesen, hätte der Wolf uns nicht unterbrochen. Wir hätten noch 2, 3 Fischle gehabt, gell? Aber so geht ein toller erster Tag zu Ende. Am Feuer. Gell, Sascha? Sag doch mal. Ja, wir sind so happy. Einfach so gemütlich. Snössl hat mir gerade noch Schatzl genannt. Aus Versehen. Schatzl. Aus Versehen. Wir haben sehr Schatzi. So bei Frau jeden Tag. Was will ich sagen? In diesem Sinne, es war uns eine absolute Ehre. Habit Ehre. Warum wird das vorher nicht gezeigt? Wahrscheinlich wollten die so ein bisschen verheimlichen, dass wir Grillanzünder dabei haben. Das wird in der Main-Serie auch gar nicht thematisiert, dass wir Grillanzünder dabei haben. Also Holzkohle mussten wir alle reinlegen, weil es halt irgendwie gesagt wurde. Und das hätte wahrscheinlich dann den Survival-Flair rausgenommen für Leute, Weil ich sag euch, die Serie an sich schauen wahrscheinlich 20 Millionen Leute oder 30 Millionen Leute insgesamt. Aber das Behind the Scenes schauen sich vielleicht 3, 4 Millionen an. Also für 27 Millionen Leute da draußen, für die existiert Behind the Scenes nicht. So müsst ihr denken. Und für die Leute schneiden die das halt. Wir liegen jetzt. In unseren Schlafsäcken. Oben. Im Wachturm. Ohne Dach. Wo hast dein Messer, wenn er gleich kommt, der Wolf? Wo ja. hast dein Messer? Ich hab's nicht da. Meins ist in der Hosentasche. Alles weg. Also es ist
ehrlich dumm, weil jeder von uns hat die Skills, mit einem Feuerzeug ein Feuer anzumachen. Ich muss es immer wieder sagen, es ist nicht schwer, wenn du ein Feuerzeug hast, ein Feuer zu starten. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, jeder von uns hat ein scheiß Feuerzeug dabei. Und wenn du in deiner rechten Hand ein dickes Big-Feuerzeug hast und in der linken Hand Holz aus dem kanadischen trockenen Wald, na gut, so trocken war es da am Strand jetzt nicht unbedingt, aber dann kriegst du ein Feuer an. Mit einem scheiß Feuerzeug. Meins ist parat. Bärenspray ist auch da. Von der Scheide raus, ich mache Eingriff, hab Bärenspray da. Ah, oder die haben das Feuer ohne Bushbox gemacht, das Feuer, weil die es größer haben wollten für den Wolf und das konnten sie deswegen nicht zeigen. Keine Ahnung, das Feuer war auf jeden Fall alles weird und ich kann verstehen, warum die es in der Serie nicht so sehr thematisieren oder nicht zeigen, wie man Feuer macht und. Ist gut, ich fühle mich sicher. Ich wollte zuerst innen liegen, besser jetzt, dass ich außen liege. Jetzt gehen wir ins Bett. Wenn irgendwas ist, sollte heute die Kamera nochmal angehen. Wir nehmen euch mit. Ilhamdulillah. Ja, Alhamdulillah. Deswegen wünsche ich euch jetzt eine gute Nacht. Und von dem Wolf, von dem Puma und dem Bären lassen wir uns nicht stören. Überhaupt nicht. In diesem Sinne. Die Warriors, die Soldiers. Gute Nacht. So, unsere Liegefläche. Wir haben sehr, sehr viel Reisig gesammelt. Und den oh, Reisig auf, ist toll. Quasi von unten von der Bodenkälte geschützt sind. Das ist ziemlich wichtig. Es wird auf jeden Fall zu wenig sein für die Nacht. Ist egal, besser als nichts. Und morgen wird es mehr. Morgen wird es mehr. Es kann nur besser werden. Dann legen wir ordentlich Hey, aus. Bier. Yes. Hallo, ein Bier. Hey, Bier. So, wir haben ja am Strand immer an der Küste jetzt hier Plane gefunden. Das ist so krank, ne? Ja, wie ein Groundsheet hinlegen, damit einfach die Feuchtigkeit von unten nicht in die Schlafsäcke zieht. First message. Sehr, sehr wichtig. Ja, wird gehen. Ist das krank. Dass so eine Reaktion kommt. Aber ja, geil ist es logischerweise nicht. Ja. So von der Nacht. Die Mücken kommen. Wir haben uns eingemummelt in den Schlafsäcken hier und sind jetzt bereit. Es ist sau spät wahrscheinlich. Ja, ist auf jeden Fall stockduster. Wir sind auch müde, wir sind platt. Wir schlafen jetzt. Erster halber Tag ist vorbei. Ja. Ja. Bin gespannt, wie es weitergeht. Ja. Aber wird schon. Wird schon, wird schon. Ja. Ja. Wir sehen uns dann morgen. Bis morgen, Freunde. Ciao, ciao. Ja, was bei euch mit Mücken? Also haben wir jetzt nicht thematisiert, aber wir haben am Strand nicht eine. Oder wir hatten vielleicht so vereinzelt ein oder zwei Mücken. Aber die Mücken fanden es anscheinend so derbe beschissen am Strand. Also wirklich richtig scheiße fanden die es am Strand. Und da bin ich so geisteskrank froh. Also entweder ich war schon zu Knockout und habe sie nicht gemerkt. Oder wir hatten einfach kaum welche. Und die haben aber auch ordentlich Reisig, ne? Oh. Oh, der Rücken. Oh, nee, nicht der Rücken. Voll Katastrophe, oder? Ey, ist gut. Echt? Ja, find's okay. Boah. Also ich sag dir eins. Ja. Ich hab schon besser geschlafen. Aber hey, ich war eben am ersten Tag improvisiert. Oh. Ey, ganz ehrlich? Ja, oder? Top. Ist ja guck mal, das fand ich so nervig bei Max. Seht ihr diesen Stängel hier? Er meinte, das wären zu große Äste, um sich raufzulegen. Wir haben natürlich auch noch versucht, Reisig zu bekommen. Und der wollte echt alle Blätter einzeln abzupfen. Das ist so krank gewesen. Das ist geil. Also unser Ziel ist... Er hat jedes Blatt einzeln abgezupft und da draufgelegt. Da ist also wirklich, dafür waren wir beschäftigt, I guess. Also jetzt ist ja wirklich so ein bisschen so ein kleines Ding, wo wir irgendwie improvisieren, reinkrauchen da vorne. Das ist schon ganz cool, muss ich sagen. Aber wir wollen natürlich auch irgendwie hier so ein... Ja, schon so ein kleines Hütchen hinzimmern die nächsten Tage. Mal gucken. Das sind natürlich hochgesteckte Ziele. Aber erstmal geht es darum, die erste Nacht jetzt überhaupt hier halbwegs trocken und mit ein bisschen erholsamem Schlaf rumzubringen. So Leute, wir haben hier ein bisschen was improvisiert. Das Ding kann auch komplett nach hinten losgehen, wenn es sehr windig wird. Aber wir wollen natürlich ein bisschen Regenschutz. Also wir haben hier unsere Folie okay, cool. aufgespannt. Hier oben rübergelegt und jetzt hier nochmal so extra Dinger angebaut. Das ist cool. Ja, es ist nicht optimal, aber unter den Voraussetzungen, die wir haben, denke ich, ist das Beste, was wir machen konnten. Und so sieht es jetzt hier innen drin aus. Ja, ist cool. Damit ich noch irgendwas hier macht. Warte, wir gucken mal noch mal kurz hier für die Zuschauer, damit die sehen, was wir gebaut haben. Das ist der Plan. Natürlich nicht für war schon immer, sehr cool. Aber für die erste Nacht. Die Folie ist halt Arsch, ne?
Oh, was jetzt? Ist da ein Wolf? Der ist einfach wirklich 10 Meter neben uns. Boah! Das kannst du doch gar nicht. Ist das... Es könnte derselbe sogar sein, ne? Alter. Digga, der ist einfach... Ich bin da gar nicht drauf, doch man hat das erkannt. Man hat es ganz klar erkannt. 10 Meter neben uns. Da, seht ihr, das ist der Schatten. Das ist der Wolf. Der ist einfach wirklich 10 Meter neben uns. Krass, die haben auch einen Wolf gesehen? Die Spots von den beiden sind sehr nah, ja. Und ich glaube auch, so ein Wolf hat nicht so ein Problem, durch diese Gebüsche durchzukommen, weil der ist sehr niedrig und den juckt das einfach nicht. Furries are coming. Der ist einfach... Fritz hat gesagt, die Entfernung zu Knossi und Sascha war 2 Kilometer. Ja, aber das macht doch ein Wolf easy, oder? Hat man den überhaupt auf der GoPro? Ich habe keine Ahnung. Falls ihr es nicht gesehen habt. Er war halt einfach gerade wirklich. Da war gerade ein Wolf. Und zwar nicht 2 Meter vor uns und auch nicht 20 Meter weg, sondern vielleicht so 5 Meter vor uns. Zeig mal kurz dein Gesicht. Krass. Boah. Ich überlege gerade einfach die ganze Zeit, ob ich diesen scheiß Camcorder raushol. Ist dir kalt? Nö, nein, ich zitter nicht wegen Kälte. Guck mal, meine Menschenkenntnis ist schon mal ganz weit unten. Aber der ist genau von da gekommen, wo ich meinte, das ist der Pfad. Echt? Ach stimmt, du hattest gesagt, da war ein Wolfspfad, ne? Das war gerade so krass. Ich fand das gerade richtig krass. Boah. Weil der uns einfach komplett. Der hat kein einziges Mal zu uns geguckt. Ja. Ist es gut für dich? Ich finde schon, weil. Es blendet voll. Ich fand's voll geil irgendwie. Das ist wie, als ob wir so ein Haustier haben, so ein Hund, der läuft hier einfach. so, als wären wir gar nicht da irgendwie so. Oh, ich find's krass. Ich find's grad echt krass. Vor allem, ich wollte unbedingt einen Wolf sehen. Jetzt habe ich einen Wolf gesehen. Erste Nacht, meine Liebe. Morgen Und wieder. Das ist jetzt die erste Nacht, Alter. Boah. Erste Nacht. Oh, das ist... Die Aufnahme haben sie vom Basecamp gemacht, glaube ich. Das sieht nach dem Basecamp aus. Die ist auch vom Basecamp, glaube ich. Bin mir nicht safe. Bam, 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 bam. Oh, wir wieder. Hallo. So, Leute, wunderschönen guten Morgen. Nacht war ziemlich geil. Oft aufgewacht, noch nicht so, also Bett war noch sehr hart. Und hier war viel Wildleben, also jetzt richtig, richtig Action im Wald gegeben. Irgendwas hat Wurzeln gezogen, 3 verschiedene Tiergeräusche, richtig stumpfes Auftreten, knackt die ganze Zeit. War richtig Action im Wald. Haben trotzdem gut geschlafen. Mich hat es gerade ganz schnell aus dem Bett gezogen, weil ich muss mein Geschäft verrichten. Ich gehe jetzt mit meinen abgeschnittenen Beinen Geht scheißen. Ins Wasser. Und gebe mein Bestes. Das habe ich nicht ganz verstanden. Der ist wirklich bis ganz ins Wasser gelaufen und hat ins Wasser gekackt. Das war der einzige Move, den ich nicht ganz verstanden habe. Der war wirklich komplett unter Wasser. Am Anfang habe ich habe es einfach hingenommen, aber wenn ich so drüber nachdenke, verstehe ich den Move nicht ganz. Wieso Max einfach ins Wasser läuft und dann ins Wasser kackt? So Leute, wir nutzen jetzt die Energie. Gehen ein bisschen dahin. Mehr kacken ist geiles Feeling. Ein bisschen lichter. Kommt man ein bisschen besser rein in den Urwald. Ziehen uns direkt ins Kuroglas so gekackt. Nein! Ja, die sehen alle schon toll aus, aber man guckt hier gar nicht rein, ne? Wir gehen noch weiter in die Richtung. Ja, wir gehen noch weiter. Die nehmen wir uns, dann bauen wir damit unser Shelter besser und danach machen wir Mittagsschlaf, trinken viel und dann werden wir nochmal die Mangroven erkunden nach einem See. Das Problem, Romata setzt sich alle paar Minuten hin und sitzt einfach. Wir haben einen Baumstamm geholt, einen. Jetzt haben wir noch die Energie. Die nächsten Tage wird es krank. Wir müssen jetzt erstmal Material ranholen. Krass, krass, krass. Was denn? Ich find's ganz krass, muss ich sagen.
wie wenig Energie ich habe ohne Essen. Wir sind immer 24 Stunden hier. Boah. Wir sind gerade noch am Ankommen. Ich kann mich voll gar nicht mehr dran erinnern an alles. Aber anscheinend hatte ich extrem wenig Energie ohne Essen. Das glaube ich. Weil ich habe auch schon ein Meme gesehen. Was? Von dem. Das Problem, Romata, das es gibt doch dieses Pablo Escobar-Meme, wo der so auf drei verschiedenen Bildern so einfach nur da sitzt. Ein paar Minuten hin und sitzt einfach. Ja, genau, das Alone-Meme. Alone-Meme, genau. Wir haben einen Baumstamm geholt, einen. Jetzt haben wir noch die Energie. Die nächsten Tage wird's krank. Wir müssen jetzt erstmal Material ranholen. Krass. Alone. Krass. Was denn? Ich find's ganz krass, muss ich sagen. Wie wenig Energie ich habe ohne Essen. Wir sind immer 24 Stunden hier. Wir sind gerade noch am Ankommen. Ja, kein Koffein, nicht. Kein Motor, ist Game Over. So, von denen, wie sie da liegen. Diese dünnen, kleinen Dinger nehmen wir mit. Let's go, komm. Wieso zeigt man unser Skelettkopf nicht, unseren Adler-Skelettkopf? Unglaublicher Akt. Wir haben den scheiß Adler-Skelettkopf gefunden. Das alles waren Bäume. Er ist gesägt, durch den Wald geschleppt, entastet. Ich bin klitschnass, aber das ist allerfeinstes Baumaterial. Das ist fantastisch. Wir werden wahrscheinlich unseren Shelter nochmal neu bauen, weil wir am Strand, das war ja nur ein Shelter für die ersten ein, zwei Nächte. Wir werden ihn wahrscheinlich nochmal neu bauen, stabiler, größer, weil hier am Strand wird in den zwei Wochen einmal ein richtig krasser Sturm kommen. Wir sind direkt am Pazifik. Deswegen, da wollen wir auf jeden Fall sicher sein. Den Süßwassersee haben wir jetzt noch nicht gefunden. Haben wir nicht gefunden. Das ist auch noch wahnsinnig wichtig. Oh. Aber wir haben Süßwasser. Diese Hurensöhne zu Entast hat mich so sauer gemacht. Ne? Guck mal, wie viel da noch fehlt. Und da unten war ja auch was. Mineralien durch Salzwasser und Magiebrühe. Und wir haben ein geiles Bett. Guck mal hier, das ist das ganze Abfallmaterial vom Entästen. Daraus können wir noch richtig eine geile Matratze bauen unter unsere Isomatte. Und mit Schlaf, Wasser und Mineralien kommen wir schon mal richtig weit. So, wir hatten jetzt gerade einen kleinen Powernap. So sieht Max aus, wenn er powernappt. Das war richtig erholsam. Das ist unsere Taktik. Jeden Tag zwei Powernaps. Wir müssen jetzt den Shelter so umbauen. Wir wollen Sommerbett auf den Boden stellen lieber, weil da reinklettern ist echt jedes Mal ein Stress. Plus wir brauchen mehr Platz. Oder was heißt, wir brauchen nicht unbedingt mehr Platz. Aber wir brauchen mehr Stabilität bei unserem Shelter. Genau. Das heißt, wir bauen das jetzt hier unten irgendwie auf. Seht ihr dann gleich, wie wir es machen. Ziemlich cool gemacht von uns. So Leute, wir haben jetzt vier gleich lange. Ziemlich geil gemacht von uns, muss ich sagen. Wenn ich das hier so sehe, bin ich wirklich geisteskrank überzeugt. Was mich aber für immer triggern wird, für immer. Erstens haben wir A-Frames gebaut und keine Tripods. Ich hasse sie, okay? Ich finde sie hässlich und scheiße. Sie sind super praktisch, aber ich hasse sie aus irgendeinem Grund. Sie machen mich sauer. Deswegen haben wir sie auch nicht benutzt. Deswegen haben wir wieder hier so einen A-Frame gebaut. Und sie sind auch kacke zum Reinlaufen, weil sobald du einen Tripod hast, hast du zwei so und einen so. Und der eine so macht dir deinen Eingang zu deiner Hütte kaputt. Dann kannst du schon keine Tür mehr bauen. Und was mich auch sauer gemacht hat, hier an der Seite seht ihr, dass die alle ungleich lang sind. Ich hätte die am liebsten, die alle auf eine Höhe geschnitten. Aber ich hatte die Kraft nicht. Mir hat die Kraft gefehlt, die alle runterzuschneiden. Ich habe jedes Mal, habe ich sie angeschaut und gedacht, holy shit, ich schneide sie runter. Ich habe gedacht, das mache ich jetzt und dann ist das Game Over. Kann ich roten Knopf drücken. Woran wir die Folie befestigen, die wird immer gesichert mit einem Panzertape und dann wird ein Nagel reingehauen. So eine geile Konstruktion. Bei Gott. Ist auch schön auf Spannung, aber auch nicht zu viel. Wir sind so happy, dass wir die Folie dabei haben. Ich glaube, Wetterbericht war, es soll noch drei Tage toll sein hier vom Wetter. Ja. Aber selbst, wir sind hier am fucking Pazifik. Wenn hier ein Unwetter kommt... Mann, haben wir eine geile Base. Ich habe mich immer gefragt, wie sieht das auf Kamera aus? Und ich finde, es sieht richtig toll aus. Also es ist wirklich klasse. Hier hinten haben wir sogar noch was zum Aufhängen von unseren Sachen übrig, vom alten Shelter. Ey, es ist der Hammer. Ist das brutal. Also Regensicherheit ist jetzt schon mal krass. Das gefällt mir schon mal richtig gut. Auch wie groß das wieder ist, ist super. Und jetzt werden wir die ganzen Tage immer mehr Naturmaterial ranholen. Das sind alles gefällte Bäume, da kriegen wir mal so zwei von diesen Dingern raus. Und die lehnen wir dann einfach noch dran. Hier oben kommt noch einer hin, den wir hier genauso einmal rüberlegen. Und dann werden wir das ganze Naturmaterial, die Stöcke da oben drauf lehnen.
dass die nicht auf der Folie liegen. Weil hier teilweise. Nee, die können sowas. Wir da drauflegen. Nee, das ist trotzdem cool, das sieht geiler aus. Sicher? Mhm. Das sieht dann richtig aus wie eine Hütte. Jede krasse Wikingerhütte hat hier nochmal so ein Dachdings drauf. Ja, aber oben drauf am Ende über alles. Nehmen wir. Darüber machen wir dann noch ein. War schon nicht mehr so überzeugt. Einen wunderschönen guten Morgen. Knossel dreht sich schon seine erste Zigarette. Ey, Wahnsinn. Traum, spektakulären Aussicht. Bis auf das hier. Hm? Kacke. Wir haben eine Losung hier am Start. Die Frage ist, von welchem Tier? Richtig viel. Jo. Richtig Durchfall. Was ist da los? Ist das ein Wolf? Ist das ein Bär? Ist das ein Puma? Wir wissen es nicht. Die war einfach von Knossi, ja. Sascha fragt sich, holy shit, wer hat da hingeschissen? Und das war einfach Knossi heimlich. Ich hab schon ein paar Fische springen sehen. So. Super, super, super. Jetzt mal einen entspannt rauchen. Und dann, gell? Der Puls halt echt hoch. Wir gehen rein ins Wasser. Scheiße, genau. Ja, es ist wichtig, dass man sich frisch fühlt. Dass man gewaschen ist. Ganz wichtig. Was steht da? Rauchen ist ungesund, fang gar nicht erst an, oder was? Rauchen ist ungesund, fang gar nicht erst an. Also wirklich unglaublich based. Richtige based Nachricht hier einfach. Wichtig, dass man sich frisch fühlt. Dass wir gewaschen sind. Ganz wichtig. Extra mitgenommen. Dr. Bronner. Wir waschen uns schön. Und Formcheck. Und den Formcheck. Zähne putzen. Und die Königstransformation. Ein paar kleine Übungen für mich. Für den Rücken. Ja. Machen wir. Für die hintere Muskelkette. Posterior Chain. Gut. So, aber jetzt mal. Oh. Macht es nicht nach, so. Ihr wisst selber nicht nachmachen. Dieser Moment. Am Morgen ist so schön. Es geht bei Seven vs. Wild in dieser Staffel auch um Freundschaft. Ne? Überleg mal, was die Leute auch gesagt haben. Wir kennen uns nicht so gut. Wie soll es klappen? Da kommt Probleme auf. Ich merke jetzt schon nach der ersten Nacht. Oh. Ich habe so viel, habe ich schon lange nicht mehr gelacht. Mein Fokus ist... Also, ich habe einfach gelacht. Der Wolf kommt. Wenn du sowas erlebst, zusammen... Kann mich nicht mehr konzentrieren, wenn er so da sitzt. Und so, das ist... Dann musst du aber da noch pennen und erzählst du Gruselgeschichten. Wir konnten ja nicht alles filmen, aber die kommenden Tage werden wild. Wir wollen heute Abend natürlich, wir bauen weiter an unserem Adlerhorst. Wir haben viel vor, von Tag zu Tag. Gleichzeitig wollen wir aber auch Nightvision machen. Und eins und zwei. Oh. Ja. Boah. Geile Morgenübung. Wir gehen jetzt ins Wasser, die große Waschung. Das ist die große Waschung jetzt. Ja. Die machen jetzt schon die große Waschung. Guck mal, hier, wir hatten alle einen Tripod dabei. Wir haben das nicht einmal benutzt. Kleiner Spoiler. Im Nachhinein muss ich echt sagen, wir hätten die Sachen, die uns mitgegeben worden sind, besser benutzen können zum Videomaterialfilm. Das haben wir echt verkackt. Ich hab's voll verkackt und Max hat's nicht ganz verkackt, aber so richtig angestrengt hat er sich auch nicht. Raus, nimmst du da meinen Stein? Komm mal! Gib doch mal einmal rein! Du schaffst es, komm! Das macht gar nichts! Das macht uns gar nichts! Soldaten! Warte, hier ist irgendwas! Wir sind Soldaten, Bro! Ich muss pissen! Was? Der Piss ist das krank, Alter. Fängt einfach an zu pissen. Er lässt einfach laufen. Ist das geisteskrank, Alter. Ja, da passiert drüben nichts. Boah, ist das nice. Boah, bist... Jetzt sind wir richtig stabil. Ja, oder? Wie fühlt es sich an? Krass. Oh, es fühlt sich richtig gut an. Die Jungs haben zwei Kameras aufgestellt und den Camcorder, um diese Szene aufzunehmen. Ist das krank, Alter. Die haben das aus zwei Perspektiven gefilmt. Oh, es fühlt sich richtig gut an. Oh, gar nicht mehr kalt jetzt. Nee, jetzt ist super. Nee, jetzt ist nicht mehr kalt. So, wir haben jetzt kurz vor 8. Oh Mann, Jan sieht irgendwie so gebrochen aus. Wir sind ausgeschlafen, wir haben alles gepackt, wir haben die Lage gecheckt. Wir gehen jetzt
ins Inland und gucken wegen Schalter, wegen Platz zum Schlafen, wegen Material, Frischwasser, überhaupt. Ich glaube, ich träume. Oh, eine Beere. What the fuck? What the fuck? Check this out. Sag ich mal. Das sind die Beeren. Das sind die Beeren. Wir machen Schnick, Schnack, Schnuck. Und derjenige, der verliert, muss halt probieren. Mal probieren. Okay. Okay. Schnick, Schnack, Schnuck. Okay. Schnick, Schnack, Schnuck. Schnick, Schnack, Schnuck. Alter, was ist hier los? What the fuck? Nochmal. Schnick, Schnack, Schnuck. Ah, du hast mich gekillt. Jetzt bin ich jetzt. Ja, what the fuck muss ins Bingo, Alter. Stimmt. Ja? Ich glaube schon. Ich auch mal, oder? Sind wir beide tot? Ja, oder nicht? Doch. Jetzt sind wir beide tot. What the fuck? Das sind Blaubeeren. Die sind zwar ein bisschen bitter, aber die müssen mal essen können. Ja. Ja, hier. Guck mal da, da vorne. Ja, hier. Da. Bam, 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 bam. Wow, 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 wow. Wir haben die erste Nahrungsquelle. Hä? Es geht ab. Das geht, geht ab. Nur ab, ja. Alter. Ja, gut. Unterholz. Inland gehen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ja. Das Unterholz ist hier bis am Kopf 1,80 Meter hoch. What the fuck? Wir müssen die Richtung. Wir bauen jetzt eine Straße hier. Wir gucken, wie weit das geht. Ohne Garantie, dass wir überhaupt da draußen rauskommen. Guck mal, das ist der Modus, in dem du durch diese Dinger durchgehen musst. Das ist so krass. Danke, dass man es jetzt mal sieht. So haben wir uns am ersten Tag nur fortbewegt. Das ist nicht einmal drin. Wir sind dauerhaft so durch diese Büsche durch. Ich hätte so Angst, mich da zu verlaufen. Ja, du kommst ja eh nicht weit. Da ist nicht viel mit verlaufen. Wir haben uns jetzt ein paar Meter noch mal weitergeschlagen. Guck mal, die haben sich ein paar Meter weitergeschlagen. Warte. Haben uns jetzt ein paar Meter. Da ist der Strand. Die sind 10 Meter weit gekommen und sind wahrscheinlich schon voll fertig. Noch mal weitergeschlagen. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist da vorne ein See. Also 100 Meter. 150 Meter weiter. Ja. Wir haben hier das, was wir wollten. Hatte ich eigentlich eine Uhr dabei, ja. Die haben uns alle eine Holzkernuhr mitgegeben und halt Koro-Snacks. Wasser. Ein See. Krass, wir haben sogar hier Land. Oh, lecker mio. Oh, der See ist aber auch hübsch, ne? Ding ist aufgefüllt. Trinken wir, glaube ich, gleich am Camp oder auch jetzt probieren Joey und ich das mal zusammen. Die große Frage ist, wer das als erstes trinkt. Jetzt müssen wir wieder. Okay. Nee. Ah! Oh, fuck this shit. Direkt! Fuck direkt. This shit! Ja, gut. Also, wenn ich sterbe, dann grüßt ihr alle. Sagt ihr alle, die können mich mal. Ja, wir wissen ja, wie das läuft. Das. Ist da ein Filter in der Flasche? Ja, da ist ein Filter in der Flasche. Schon sagen. Schmeckt besser so sogar als das andere. Sieht so verdammt lecker aus, dass ich mir das natürlich nicht lumpen lasse hier. Ja, ja, das ist gut. Wir haben momentan jetzt eine zweite Wasserressource, falls die unten da unten halt quasi kein Wasser mehr spendet, weil es die Tage nicht regnen sollte, wissen wir hier mit unserer A3 Autobahn. Der Hoodie ist so geil von dir. Ja. Hol mir Wasser. Mit der Autobahn. Wap. Wap. Boah, die haben echt einen riesigen See hier nach hinten, ne? Das ist crazy. So, Freunde, wir sind gerade vom Lager da oben aus dem Wald gekommen.
Und wir haben, und ich sag's dir, wie es ist, heute Nacht oder heute Abend oder heute Morgen, ja, kann noch nicht lange her sein, ist er hier durch. Wir haben frische Wolfsspuren in die Richtung, in die wir jetzt müssen. Krass! Und wie groß die sind. Also das sind keine Baby so, oder sowas. Guck mal, hier sehen wir, guck mal, hier haben wir einen richtig großen Abdruck. Hier auch. Und das ist ganz, ganz frisch. Guck mal. Nur mal so ein Vergleich. Alter. Wenn wir richtig Glück haben. Haben wir auch eine Bildkamera. Haben wir den drauf, der Bildkamera. Nein. Wir haben auf jeden Fall eine Nachtaufnahme drauf. Das ist wie Martin sich ein. Ich sehe hinten noch die Wellen sich bewegen. Aber ich sehe nichts vor der Kamera. So. Okay, wir stellen die Bildkamera mal um. Ja. Und wir stellen die auf 24 Stunden Aktivität. Ja. Falls der hier auch am Tag lang kommt. Was ich ganz klar glaube. Ja, er ist auf jeden Fall hier. Er war heute hier und er war gestern da. Ja. Auch geil. Also richtig geil riecht es nicht, aber wir wollen ein Gefäß haben, um damit Bären zu sammeln. Wir stehen hier vor, ich komme nicht auf den Namen, ist auch egal. Ich sag dazu die kanadische Blaubeere. Kanadische Blaubeere. Da wir noch keinen Fisch haben und auch noch nichts dafür getan haben, werden wir uns jetzt erstmal hier ordentlich den Schlund vollhauen, weil ich merke auch schon Tag 2 einfach schon so ein Hänger. In diesem Sinne machen wir jetzt hier quasi Tabula Rasa. Wir haben uns auch überlegt, dass wir halt nicht einfach random irgendwo losziehen und dann halt die Bären pflücken, sondern partiell immer so quasi abernten. Weil hier sind auch verschiedene Reife gerade dran. Vielleicht haben wir Glück, das sind 14 Tage. Was auch bei Seven vs. Wild? Nee, ich war leider nicht eingeladen. Aber ich hoffe, wenn ich mich gut stelle, werde ich nächstes Jahr zur Staffel 4 eingeladen. Die anderen schon reif sind. Gut, gut pflücken. Wäre cool, eingeladen zu werden, ja. Ich meine, es ist ein geiles Projekt. Und ich wollte also, schon immer mal raus. Wir wollen unser erstes Stellnetz platzieren. Und dafür haben wir jetzt hier eine 20 Meter lange Schnur, die wir mit dem Stock erstmal auf die andere Seite bringen wollen. Damit wir quasi zwischen dieser Schnur das Stellnetz rein- und rausziehen können. Um das immer mal wieder zu prüfen und um nicht jedes Mal ins Wasser zu müssen. Ob das jetzt funktioniert, schauen wir mal. Nadi macht den ersten Wurf. Ist das heil? Oha. Alter, es hat perfekt funktioniert. Geil. Ja. Aber es ist genau auf Klemmung. Auf Klemmung sind genau 20 Meter. Okay, krass. Sehr gut. So, ich bin jetzt auf der anderen Seite. Martin ist da drüben. Die Schnur ist auch hier. Und jetzt habe ich das Stellnetz, was ich auspacken werde. Und dann knüppern wir das hier rein. So. Hier sieht gut aus, ne? Seht ihr das Netz? Ich habe das Ganze jetzt. Ich glaube, ich weiß halt nicht, ob das in diesem Tümpel was bringt, aber es sieht crazy gut aus. Es hat ganz schön lange gedauert. Hier oben sind so kleine Schwimmer dran in weiß. Und unten, da seht ihr so kleine Bleigewichte, damit das Ganze auf dem Boden ist. Und jetzt bringen wir das mal in Position gemeinsam. Wir lassen das jetzt hier einfach mal drin. Wir werden heute Abend hier eh nochmal herkommen. Mal wieder Wasser filtern. Aber das Stellnetz ist zumindest schon mal in Stellung gebracht. Meine Überlegung wäre jetzt, diese zwei Langleinen einfach mal auszuwerfen. Ja. Stein ran, irgendwo rein, schräg durchspannen. Ja. Eine sehe ich mal da hinten zum Beispiel an dem Ding, an dem Ast. Und dann eine vielleicht an dem Ast hier vorne in die Richtung oder so. Ja. So, ich habe jetzt hier ein Stück Schnur an einem flexiblen Ast befestigt. Die geht hier runter. Und da unten ist die Longline mit den Mückenlarvenködern fest. Die liegt jetzt quasi hier drin. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass da jemand rangeht. Aber wir sind ja auch hier, um viele Sachen auszuprobieren. Stellnetz, bisher ruhig. So, Freunde, es gibt ja nichts Geileres, als morgens in die nassen Wollsocken wieder reinzugehen. Oh, ist das eine räudige Kacke. Aber irgendwie, also es ist nass. Und es stinkt. Tag 1. Warum
bin ich mit Motorradschuhen reingegangen. So eine ranzige Kacke. Also das verstehe ich auch nicht, wieso sie mit den Motorradschuhen reingegangen ist. Klar, es ist quirky und witzig, aber es ist doch so dumm. Nee, kann man nicht mal mehr zumachen. Und ich denke mir, das ist es. Naja. Heute werde ich erstmal versuchen, Stellnetze auszulegen und vielleicht zu fischen. Weil ich habe Scheißhunger. Ich brauche Essen. Sonst drehe ich hier durch. Oh. Ja gut, dann machen wir das mal. Nahrungsbeschaffung. Heute auf die Eins. Ich habe jetzt eben hier ein bisschen was aus dem Netz da hinten rausgeschnitten. Boah, und das, ist halt, das Ding ist halt krass. Vielleicht ne? Einfach mal, weiß nicht, Netzeaufbau. Das Problem ist... Ja, so machen wir das? Ja, ich komme dazu später machen in Folgen noch. Machen wir das. So, ich habe jetzt Handschuhe mal angezogen. Ich denke, das kann man auch ohne machen, aber safety first am zweiten Tag. Muss jetzt nichts Großes passieren. Jetzt ist die Ebbe weggegangen und jetzt kann man hier sehen, überall unter den Steinen sind so Krebse. Hier. Und ich werde da einfach mal jetzt 3-4 greifen und mitnehmen. Das kann ich auch jetzt schon machen. So. Und dann mal schauen, ob da irgendwas an Fleisch dran ist, ob das brauchbar ist oder... Wir haben auch am Strand so kleine Krebse gehabt. Wir haben die nicht gegessen. Wurde, glaube ich, auch nicht thematisiert bei uns. Wir haben es nicht wirklich thematisiert. Wir haben gesagt, das lohnt sich nicht. Und zweitens haben die mir ein bisschen leid getan. Aber ich habe ein Video gesehen, wie ein Krebs eine Schildkröte schnappt und die isst. So eine Babyschildkröte, die gerade geschlüpft ist. Die wurde von so einem großen Krebs geschnappt und weggeschleppt. Ich habe keinen Respekt mehr vor Krebsen. Ich hasse die Wichser jetzt. Ob man das denn nur als Köder nutzt? Genau. So der Plan. So, Freunde, Wasser sind wir hier fix am Abkochen. Sieht super aus. Jetzt einmal mit dem Multitool, denke ich, wird Hannah es mit der Zange da gleich entfernen. Ich habe die Krebse auch schon warten für die nächste Ladung. Wir wollen das ethisch auch vertretbar machen, dass wir die Krebse ins heiße Wasser geben. Denn die haben ein Kreuznervensystem, da kannst du nicht einfach den Kopf oder so abtrennen und dann sind die tot. Genau. Das heißt, abkochen im heißen Wasser. Aber erstmal werden wir jetzt hier. Töte sie. Ja. Versorgen mit heißem Wasser. Krebse töten. Geil. Krebse töten. Krebse töten. Ah. So, wir haben jetzt die Krebse hier einmal unter den Stein gepackt hier. Triggerwarnung, Töten von Tieren. Jetzt wegschauen. Aber ich hasse Krebse seit heute Mittag um 12 Uhr. Ich wollte gerade sagen, es sind schon alle weg. So, ich werde jetzt einmal hier unten mit dem Speer reinpieksen, damit er nicht aufgeht. Und dann schnell ins kochende Wasser. Damit... Diese Vorgehensweise erscheint brutal, ist jedoch die weit gerechteste Tötungsweise für Schalentiere. Sehr gut. Mir scheißegal, tötet die einfach. Die fix sterben. Es hat übrigens gerade vorher schon geblubbert, also es ist heiß genug. Ja, man sieht auch hier die Blubberblasen und die sind schon direkt weg. Wir müssen uns ein bisschen beeilen, weil das Feuerholz ist echt scheiße. Und möchte meinen miserabel. So. Jetzt? Oh, sind ganz rot, als es passt. Boah, ist das geil. Ich habe so Hunger jetzt schon. Warte, machen wir das? Ja, wir sind hier beim Lager, ne? Ja, das kannst du da ja einfach rauskippen. Und wir brauchen ja eh nur das Innere vom Krebs. Oder was meinst du? Wegen Wildtieren. Ah. So, hier kann man es jetzt nochmal richtig gut sehen. Oh, die haben eine richtig schöne rote Farbe bekommen. Oh, wie ich gerade noch dachte, dass der lebt. Der kocht da minutenlang. Und ja, riecht schon richtig lecker. Also wirklich, riecht direkt irgendwie essbar. So, ich habe das Ganze jetzt hier mal aufgeknackt und auseinandergenommen. Oh. Und wirklich viel ist da nicht übrig, ne? Aber ich glaube, wenn man richtig Hunger hat, fängt man an, das geil zu finden. Ist nicht worth, sage ich. Ist nicht worth. Aber ist cool zu machen mal, weil ich hasse Krebse seit heute. Und es sind 13 Tage drauf. Denn ich glaube, das ist unsere Mahlzeit hier. Boah. Jetzt weiß ich auch, warum ich nie Krebs esse. Ey. Ich habe gerade irgendwas Falsches vom Krebs gegessen. Weil das Weiße hier, das ist richtig geil. Aber da ist halt wirklich nichts Weißes dran. Das ist halt alles... Aber das hier, das schmeckt richtig gut. Alter, ist das geil. Krebs essen ja Babys perfekt, Alter. Die zerstören sich gegenseitig. Aber halt so wenig. Das hier fängt man hier an zu krümeln. Ich
Kommt am Ende aller Reaction. Ich will ganz am Ende habe ich noch eine Idee für ein, zwei Videos zu Sam vs. Wild, aber erst sobald ich alles gesehen habe. I know. Bla. Auf die nächsten 13 Tage, Anna. Ja, nee, wir haben geil. Bock. Wir versuchen gerade den See wieder zu finden. Und zwar nicht die lange Strecke, sondern die kurze Strecke, die wir gestern zurückgelaufen sind. Aber. Nö. Jetzt geht es erstmal nur darum, den Weg zu finden und von da aus dann die kurze Strecke zu finden. Ja. Ja, also wir haben jetzt hier aber so eine relative gute Schneise gefunden, an der man sich dann wieder orientieren kann. Also von hier aus müssen wir dann so zurück. Genau. Aber wir sind hier auf jeden Fall gestern nicht lang gelaufen. Okay. Aber schön. Schön sieht's ja aus. Ja, hier ist auch irgendwie so ein, ja, so sumpfig auf jeden Fall. Hier müssen wir aufpassen. Ja. Alles morscht, alles tot. Gerrit ist so angefressen. Der Gerrit sieht irgendwie echt ein bisschen sauer aus. Der ist wahrscheinlich einfach ein bisschen erschöpft, so wie ich. Vielleicht wärmt er sich auf nach ein paar Tagen. So, wir haben jetzt ein paar Beeren gefunden hier. Das ist hier Kreuzschlitz. Den können wir essen. Also. Die haben wir in Vorbereitung von ein paar Einheimischen gezeigt bekommen. Aber sind auf jeden Fall nicht genug, als dass es irgendwas bringt. Aber rein mit dem Zeug. Ich habe ihn erwischt. Ja, hier ist unsere Stelle. Es sieht richtig geil aus, aber das bringt uns halt gar nichts. Von hier aus ja. Zu angeln ist nicht gut. Das ist halt wirklich, also das Wasser ist bis hier vorne, bis da, wo meine Maus jetzt ist, ist es wahrscheinlich so flach, dass man drin stehen kann. Das heißt, wenn die eine Angel haben, muss die mal mindestens bis hierhin rausgeworfen werden, oder? Ist nicht gut. Gut. Oh! Wir gehen jetzt planschen. Scout-Tour nach da hinten nicht geglückt. Wir sind jetzt am Ursprungsort, weil da hinten ist es zu dicht und du hast krass hier Unterspülung. Das heißt, man sinkt da halt super schnell ein. Ja. Und also mit Gummistiefeln würde es gehen, so halt nicht. Ja, jetzt gehen wir ein bisschen schwimmen. Mal gucken. Ja, hier vorne ist relativ flach. Wir gucken mal, wie schnell das da abfällt. Einfach um mal zu gucken, ist es sinnvoll überhaupt zu angeln. Weil wenn das bis da, keine Ahnung, 10 Meter raus flach ist, dann können wir es auch sein lassen. Das sieht so geil aus. Das wird ja nicht. Was ist das denn? Klappe jetzt da hinten. Nein! So tief! Alter! Oh, hab mir direkt was aufgeschürft am Brett. Echt jetzt? Vielleicht schon. Oh. Ja, also es ist nicht tief, aber du sinkst halt ein. Fuck! Alter! Nee, das ist alles cool. Oh, Alter. Nichts aufgeschürft? Nee. Aber ich muss weg vom Brett, falls es nochmal passiert. Das Brett ist scheiße. Da schwimmt man schon. Ja! Okay. Oh, Baby! Ah, ist direkt tief hier. Ist direkt tief. Ja, hier ist tief. Okay, das finde ich tatsächlich auch eine crazy Aktion. Oh! Oder? Jetzt stinkt das Wasser. Oh. Ich bin fucking mitten in Kanada im See, Alter. Okay. Junge, Andi fühlt es komplett. Okay. Auch das Geschrei da hinten. Boah. Geiles Gefühl. Also ich hoffe, ja. Also, dass das die Kälte ist, aber es fühlt sich irgendwie so ein bisschen an, als ob das nesselt hier gerade an meinem Oberarm. Jetzt schwimme ich auf den Bauch da rein. Und mein Loris, der wird hier aufgerissen. Ja. Ah. Boah. So, wir finden uns frisch. Die Handschuhe sind cool. Aber man muss auch sagen. Sehr cool, finde ich sie sogar. Der ist es, glaube ich, nicht. Wir glauben, der See ist tot. Also wir werden da jetzt in den nächsten Tagen vielleicht nochmal probieren, eine Angel reinzuhalten. Ja. Aber auch wenn wir da, das Ding ist so verkrautet, ich glaube, beim Rausholen verlierst du ihn. Richtig. Aber wir, ja, im Zweifel müssen wir es dann halt probieren. Ja, ist schwierig. Wir machen jetzt erstmal den Weg zum Lager zurück frei. Und werden da ein bisschen unser Lager bauen.
Ja. Das wissen wir, wie wir es machen. Haben wir auch Material, das wissen wir auch schon. Das ist eine Sache, die können wir jetzt kontrollieren. Genau. Es ist jetzt Problemverschiebung sozusagen, aber ja, wir haben noch auch akut keinen Hunger. Ja. Also der wird kommen, jo, aber mal schauen. Ja, safe. Die ersten 7 Tage gehen ja so, auch so, wissen wir. Okay. Heute Plan ist auf jeden Fall. Du hast Moskito im. Von den 2 hat man bis jetzt sehr wenig gesehen, ne? Ja, Digga, der soll. Oh. Soll er stechen. Plan ist auf jeden Fall heute Feuer. Muss heute klappen, weil wir brauchen trockene Sachen. Mhm. Versuchen, irgendwie einen See zu finden oder sowas. Irgendwas oder einen Fluss. Wir brauchen irgendwas zum Angeln, Bro. Das ist heute noch nicht wichtig, aber das ist in 2 Tagen, sag ich mal, wichtig. Und wir brauchen. Also, plus wir haben nicht mehr so viel Energie in 2 Tagen, checkst du? Ja, ja, und wir brauchen auch einen Untergrund für unser Shelter, wenn auf Dauer, was halt nicht das hier ist. Weil ich glaube, das ging jetzt für eine Nacht, das geht vielleicht auch für 2, 3, aber irgendwann werden wir hier im Wasser liegen. So. Ja. Und ich glaube, das ist nicht so geil. Projekt Erkundung ist heute. Projekt Erkundung, Projekt Feuer. Das ja. Edit. Okay. Jetzt, man, ist so eine geile Sau. Das hier ist Outfit for the Day. Also ich sag mal, einen Schönheitswettbewerb werden wir heute nicht gewinnen. Oh, was soll das denn heißen? Safe? Aber darum soll es ja auch nicht gehen, wa? Keule? Darum soll es nicht gehen. Es ist wirklich krass schön hier, ne? Also jetzt mal abgesehen davon, dass wir jetzt hier jetzt nicht den Spot haben für Fische oder so. Aber guckt euch das mal an hier. Wow. Es ist wirklich sehr schön. Es war sehr schön, irgendwie heute früh aufzuwachen, fand ich. Ja. Es war auch super ruhig. Man hat nur so ein bisschen so Vögel gehört und so. Ich finde das wirklich sehr, sehr schön. Mach, Bruder, ganz kurz, mach ohne Handschuhe. Wegen? Dann sind die Handschuhe nicht nass. Wahnsinn. Wahnsinn! Warum schickst du singen? Mich in die Hölle? Hölle, 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 Hölle. Eiskalt lässt du meinen ne Seele erfrieren. Wir müssen leider an der Stelle aufhören, nicht, dass das YouTube-Video hier gecopyright-claimed wird, weil es zu nah am Original ist. Tablette kommt. Und zack. Geile right. Zickviecher, diese Tabletten. Sehr geil. Gut, dann halbe Stunde ab jetzt und dann Abfahrt. Ich würde sagen, wir gehen als allererstes Ziel, weil das haben wir uns gestern auch schon vorgenommen, hier rein, ja, in diese Richtung. Aber was ja. suchen die denn noch? Oh, Freunde, wünschen uns Glück. Let's go. Noch einen größeren See? Boah, das ist so faszinierend, ne? Wie fucking groß, Mann. Krass. Freunde, wir haben 2 Funde gemacht. Einmal oh! Pilz. Einen Pilz? Boah, der hat sogar einen Schaum unten drunter, ne? Ich will's nicht riskieren, aber ich sag... Oh, nee, never mind. Schmeißen weg den... Aber wir haben noch was Zweites gefunden, und zwar haben wir die Kreuzfrucht gefunden. Die können wir essen, auf jeden Fall. Jeder eine. Ja, komm. Machen wir's. Er hat Bruder gesagt, schmeckt zählt. Gut. Süß. Wenn du magst, dass noch was Giftiges ist. Nee, Mann, die ist es auf jeden Fall. Die hat genauso geschmeckt. Freunde, schaut mal hier. Da ist ein Loch, Digga. Da war eine Falle. Ja. Hier ist richtig tief Wasser. Und mein rechter Fuß ist baden gegangen. Boah, das ist so scheiße. Ey, Mann, diese fucking Sumpfländer hier. Das ist es. Anscheinend. Ich dachte halt, wir sind jetzt ungefähr schon da, von der Entfernung her, ja, als wir los sind. Wir müssen immer rechnen, Leute. Alles, was wir laufen, müssen wir wieder zurück. Und wieder hin mit dem Dryback potenziell. Jesus Christ. Holy shit. Vor allem kann das auch Mosch sein, ne? Das kann auch einfach mal durchbrechen. Ah, der sticht mir ins Bein, der... Ja, mach vorsichtig, Bro. Oh, fällt der wieder rein? Nein. Ich kann dir auch die Hand geben. Hier. Na. Okay, warte, ich mache jetzt den linken. Ja. Oh. Okay, ja. Stark, Bruder, stark, stark, stark. Bist du drin? Ja. Wundervoll. Weiter geht's. Ja. Das ist so risky, Leute, ne? Wir laufen gerade so tief rein.
Wir haben halt auch mal nachgedacht, man könnte halt auch sagen, wir nehmen halt diese Base, so wie sie ist, upgraden die und versuchen, Meer zu fischen. Ey, Holzkern! Ja. Ich glaube, zum Meer und zurück können mit dem Code SEBO bekommt ihr 15% Rabatt. Wir müssen einfach einen smarten Weg durch den Wald ein bisschen erkunden, so, weil auf dem Hinweg sind wir halt super scheiße gelaufen. Ja. Vielleicht gibt es einen besseren. Wir haben uns jetzt dafür entschieden, dass wir zurückgehen werden. Mhm. Ist crazy bummer. Weil wir haben uns halt schon erhofft, dass jetzt hier aber es gibt da auch nichts. Also ich verstehe voll, dass sie jetzt sagen, nee, wir gehen zurück. Wie ein See oder so ist irgendwie oder ein größerer Fluss oder so. Irgendwas zum Fische fangen. Wir stehen mitten im Urwald, Leute. Also wir müssen auch die Ressourcen ein bisschen smart einteilen. Ja. Hattet ihr eigentlich offizielle Ausrüster für eure Klamotten? Ja, weiß nicht genau, was du meinst. Also ich und Max haben all unsere Sachen von BW Online bekommen. Also da nochmal wirklich dickes Danke auch an den BW Online Shop, dass die uns halt wirklich einfach, keine Ahnung, alles gestellt haben. Wirklich, die haben uns Hose, Schuhe, Unterhemd, Socken, Jacke, Regenjacke, alles. Der Plan ist jetzt zurückzugehen und mal zu gucken, ob wir am Meer vielleicht fischen können. Ja, lass das machen. Let's go. Also da habe ich auf jeden Fall einmal ordentlich reingeshoppt. So, ihr seht, mittlerweile ist die Sonne rausgekommen. Wir haben gerade auch ein bisschen erstmal relaxed, ganz kurz hier, kleines Sonnenbad genommen und sind jetzt dran, ihr seht schon im Hintergrund, weiter in unserem Shelter zu bauen. Wir wollen hier eine kleine Grundkonstruktion als nächstes starten, aber vorher baut Manni gerade noch ein bisschen an seinem Bett, dass es einfach noch ein bisschen breiter ist und auch ein bisschen gepolsterter. Manni hat nämlich auch ein bisschen Probleme mit dem Rücken und ja, wir haben gerade auch ein bisschen überlegt, wollen wir das thematisieren oder nicht. Vielleicht hat es der eine oder andere mitbekommen, Manni hat seit Jahren eigentlich schon ein bisschen Probleme, ein bisschen ist gut, mit seinem Rücken, aber vielleicht kann er da selber was zu sagen, aber wir wollten das euch jetzt einfach nicht vorenthalten. Ja, der Punkt ist halt, wenn man... Oder was, hast du eigentlich was das genau ist, also ärztlich gesehen? Die haben einen MRT gemacht und da haben sie festgestellt, dass, also ich hatte zum einen einen Bandscheibenvorfall. Das ist halt krass, dass er mit sowas überhaupt mitmacht, ne? Und dann musste er da auf irgendwelchen scheiß Holzbrettern liegen, das ist schon scheiße. Und das 14 Tage lang, heilige Scheiße. Der hat aber dazu geführt, dass es gibt so Ausgänge, Spinalausgänge an den Wirbeln und aufgrund dieser ständigen immer wieder Belastung und Entzündung sind die halt sehr klein und da reicht die kleinste Bewegung und dann drücken die da halt drauf. Boah, das klingt so schrecklich, was er sagt. Ich weiß nicht, wie die Diagnose genau heißt und das führt zu Lähmungen, Einschlafen der Beine, Halt im Rücken wird verloren. Also ich habe das auch schon gehabt, dass ich morgens aufgestanden bin und einfach umgefallen bin, weil der Halt weg war. Ja, da hat man mir gesagt, ich habe auch eine, wie sagt man dazu, Instabilität, das heißt, zu wenig Rückenmuskulatur, zu wenig Bauchmuskulatur. Da arbeite ich aber jetzt schon sehr lange dran. War auch alles gut. Aber diese Überstrapazierung, also wenn er wirklich extrem Sachen muss, langes Sitzen oder halt auch körperlich anstrengende Sachen, dann ja, dann zeckt das halt. Und ich merke es halt gerade schon wieder, es geht los. Linke Bein, rechte Bein wird taub. Das kribbelt bis hier runter. Hier auf der Seite tut's weh. Zu Hause würde ich jetzt einen Tennisball nehmen und mir einen heißen Wickel machen. Oder zum Reha gehen, zum Reha-Sport. Aber hier und hier arbeite ich. Spinalkanalstenose heißt das, habe ich auch. Erstens sorry und zweitens, was eine Scheiße. Also glaubst du, dass es jetzt hauptsächlich ausgelöst worden durch das Bett? Einfach weil die Nacht quasi der Rücken kaputt wird? Oder? Nee, das ist durch die. Also die Kombination ist es, ne? Die Kombination durch zum einen Stress. Wer Behind the Scenes gesehen hat, weiß vielleicht warum. Das ist geil, das wusste ich nicht, dass er das sagt. Bro! Zum einen Stress. Wer Behind the Scenes gesehen hat, weiß vielleicht warum. Dann kommt es dazu halt diese körperliche Anstrengung. Also was wir gestern hier noch gerissen haben, war schon noch ganz schön heftig. So, und in Verbindung dann damit noch beschissen zu schlafen, also eigentlich auf ein bisschen Pflanzenfasern, das ist natürlich pures Gift. Und ich will mir einfach immer nicht eingestehen, dass ich alt werde und dass das halt schlimm ist. Puh.
Boah, das ärgert ihn auch. Scheiße, Mann. Alt werden ist scheiße. Ich bin 27. Wie alt ist Martin? Ich will nicht alt werden. Aber ich tatsächlich kein Scheiß. Ich habe gestern auch angefangen, Rückenschmerzen zu bekommen. Ich weiß nicht, ob es an den Stühlen lag oder an der scheiß Luftmatratze. Aber gestern auf der LAN hatte ich auch Rückenschmerzen. Ich muss was machen für meinen Rücken. Oh, scheiße. Umarmung, Alter. Auch schon 30, bald ist das Leben vorbei. Scheiße. Schnell nochmal hier rein subben, bevor es vorbei ist. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen bis hierhin. Das war mein React zur Folge. Wir haben wieder kein Bingo geschafft. Vielleicht schaffen wir es in einer der nächsten Folgen. Der See hier ist, ne? Ich fasse nicht, wie nah dieser See aussieht auf der Kamera, ne? Also wirklich, ich gehe dumm. Also ich gehe richtig dumm.